Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kirchen sind weithin sichtbare Zeichen christlicher Identität. Sie sind verbunden mit dem Dorfplatz, Mittelpunkt des dörflichen Lebens. Von den Marschbauern auf Eiderstedt gestiftet, zeugen diese Kirchen mit ihren Glockentürmen von der jahrhundertealten Geschichte der Orte. Gerade in einer Region, die auf Tourismus angewiesen ist, sollten Windräder nicht zum Wahrzeichen der Marschlandschaft werden. Kirchtürme sind da ein angenehmer Kontrapunkt. Deshalb müssen diese Bauten natürlich erhalten werden. Die entscheidende Frage ist hier aber, entscheidend ist, wer sich in welchem Umfang an der Finanzierung beteiligt. Die evangelische Kirche hat im Jahr 2016 insgesamt 5,45 Milliarden Euro eingenommen. Das ist ein Rekord, trotz stetig sinkender Mitgliederzahlen. Zu den Steuereinnahmen, also letztlich Mitgliedsbeiträgen, wenn Sie so wollen, kommen noch weitere Mittel aus den allgemeinen Haushalten, also von allen Steuerzahlern getragenen. Der Staat zahlt Zuschüsse in nicht unbeträchticher Höhe für das Betreiben von Schulen, Kindergärten oder etwa Krankenhäusern. Das ist auch durchaus gerechtfertigt. Nur nicht überall, wo zum Beispiel evangelisch dran steht, stammt auch die Finanzierung mehrheitlich von der jeweiligen Gliedkirche. Das ist vor dem Hintergrund der Trennung von Kirche und Staat zumindest problematisch. Wirklich bedenklich wird es bei der direkten Kirchenfinanzierung durch den Staat, die noch immer als Folge des Säkularisierungsprozesses weitgehend unbekannter Fakt ist. Über 500 Millionen Euro erhalten die beiden Amtskirchen nach wie vor jährlich vom Staat, also von uns allen, von allen Steuerzahlern. Und dass die Bischöfe vom Staat bezahlt werden, mag 1803 beim Reichsdeputiertenhauptausschuss noch ein zeitgemäßer Kompromiss gewesen sein. Im Jahr 2018 ist das endgültig aus der Zeit gefallen, meine Damen und Herren. Die Geschäftsgrundlage für diesen alten Deal ist entfallen. Die Kirche hält sich nicht, wie eigentlich vorgesehen, im Wesentlichen aus der Politik heraus. Nein, die postmoderne Kirche in Bundland Anno Domini 2018 politisiert fröhlich vor sich hin. Deutlich wird dies im Umgang mit der AfD. Herr Abgeordneter Nubis, ich möchte Sie bitten, zum Tagesordnungspunkt zu sprechen, zu dem Antrag des SSW. Ja, und deutlich wird dies im Umgang mit der AfD. Die ideologische Haltung der Amtskirche wurde mit der Nichtwahlempfehlung der AfD vor der Bundestagswahl deutlich. Ich zitiere, die AfD ist keine Partei, die Christinnen und Christen guten Gewissens wählen können. Der Landesbischof zu Berlin, Markus Fröge, ruft Christen in der AfD gar zum Parteiaustritt auf. Politische Hetze und Diffamierungen durch Amtsträger sind heute eher die Regel als die Ausnahme. Herr Kollege Nobis, ich möchte Sie noch einmal ermahnen, dass Sie bitte zum Sachverhalt, der hier auf der Tagesordnung steht, sprechen. Wenn Sie dies nicht tun, dann bin ich laut der Geschäftsordnung dazu gezwungen, Ihnen das Wort zu entziehen. Bitte sprechen Sie jetzt zu dem Antrag des SSW, der Gegenstand der Beratung ist. Die Kirche muss sich erstmal auf sich selbst konzentrieren und ins Reine kommen mit sich selbst. Und dann nehmen wir sie nämlich in die Pflicht. Wir stellen uns nämlich nicht gegen staatliche Unterstützung beim Erhalt historischer Gebäude. Das ist vorliegend bei den Eiderstedter Kirchen auch nicht der Fall. Ungefähr die Hälfte der veranschlagten Sanierungskosten trägt ja bereits der Steuerzahler konkret über den Bund. Und für die andere Hälfte sollte die evangelische Kirche noch einmal genau nachsehen, ob sich nicht irgendwo eine kleine Reserve auftut, denn arm ist die Kirche nicht. Und wenn es eine offizielle Konzernbilanz, mal bilanzrechtlich gesprochen, nicht gibt, die beiden großen Kirchen in Deutschland verfügen über geschätzte Vermögen von 435 Milliarden Euro und nebenan bei der katholischen Kirche wurde schon sinniert. Die Kirche könne ihrer missionarischen Pflicht viel besser nachkommen, wenn sie sich entweltlicht und von ihrer materiellen und politischen Last befreit. Urheber dieser weisen Erkenntnis ist niemand Geringeres als der emeritierte Papst Benedikt. Wir sind bereit, in Eiderstedt gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für historische, sinnstiftende Bauwerke, aber eben nur gemeinsam mit der Eigentümerin. Aber den vom Kommunalwahlkampf getragenen Antrag des SSW, den lehnen wir ab. Vielen Dank.